Guten Abend in die Runde. Mein Name ist Axel Volker von Jutta Zenker. Frage an die Experten und Politiker im Studio. Was würde eigentlich Schlimmes passieren, wenn wir der Griechenlandhilfe nicht zustimmen? Das Land würde seine Zahlungsunfähigkeit erklären müssen und mit den jeweiligen Gläubigern über eine Umschuldung verhandeln. Wäre das so schlimm? Und wir könnten doch als Staat den Banken, die dann einen Teil ihres Eigenkapitals verlieren würden, mit Einlagen helfen, wenn wir dafür im Gegenzug Aktienpakete bzw. Beteiligungsrechte bekommen würden. Wäre das à la longue nicht ein sinnvollerer Vorschlag, damit nicht wieder die kleinen Leute die Zinserträge und die Gewinne der Großen und der Banken letztendlich bezahlen müssen? Ich bedanke mich für Ihre Antwort. Auf Wiederhören.